wahre Liebe, das klingt nach toller Romanze und großartigen Geschichten. Die Realität ist dann eher diese. Erschöpft nach einem langen Arbeitstag wieder in Berlin und heute noch ein Tinder-Date. Jetzt haben wir heute schon dreimal verschoben. Und jetzt ist auch zu spät, um abzusagen. Und die Begrüßung passte dann auch wirklich zum Tag. Ich hätte Resi ohne Tinder nie kennengelernt, weil wir uns nicht in den gleichen Kreisen bewegten. Wir haben total schnell gemerkt, dass wir super zusammenpassen und Lust haben, beim Leben des anderen mitzumachen. Ja, und schon beim dritten Date hat sie mich auf ein Blogger-Award mitgenommen, wo ihre Schwester und Kunden dabei waren. Und drei Wochen danach habe ich mich auf seinen Wochenendtrip eingeladen. Zufällig war da auch ihr Geburtstag und der markiert den Anfang unserer Beziehung.